Hallo, ich bin der Schrader und ich teste heute für euch auf musikmachen.de einen Marshall MG101 CFX. Der Marshall ist ein 100 Watt Gitarrenverstärker mit einem 12 Zoll Speaker, aufgebaut in analoger Halbleitertechnik mit einem FX Modeling. Im Einzelnen heißt das, dass wir für alle vier Kanäle einmal Gain, Bass, Mitten, Höhen haben. Hier noch ein Volume für den einzelnen Kanal. Das Ganze hinten mit einem Master für alle einzelnen Kanäle zu regeln. Die Effekte sind einmal Reverb hier mit einem Drehknopf zwischen normalem Spring und Studio Hall. Dann ein Modulationsknopf mit Phaser, Flanger, Vibe und eine Delay-Abteilung. Hier vorne finden wir noch ein Line-Out zum Kopfhörerspielen oder Rekorden und einen Damping-Schalter für ein verändertes Mittenbild sowie den Speicherknopf. Nachdem wir im Intro ja schon den Clean-Kanal mit ein bisschen Modulation gehört haben, hören wir uns jetzt mal den Crunch-Kanal an. Als nächstes den Overdrive-Kanal.